Hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro Reignited Trilogy mit mir, Tim WSDraft. Lasst uns weitermachen hier in der verlorenen Flotte. Ja, ich war gerade für ein, zwei Stunden weg. Da muss ich mir gerade nochmal gucken, wo bin ich denn stehen geblieben? Ja, wir hatten. Ja, hier war ich noch nicht, definitiv. Und ja, hier gehen wir jetzt auch mal entlang. So, erstmal die Krabbe weg. Auch wenn es ein niedliches Tier ist. Her damit. Her mit all den Edelsteinen. Und. Jawohl, alle erwischt. Mit einem Spurt. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und auch diejenigen, die tollpatschig sind. Naja, will keinem Angst machen. Oh, Sparks. Ich brauch dich hier. Mit dir ist es so einfach. Gut, in dieses Tor gehe ich später rein. Ja, das ist das Tor, auf das sich jeder freut bei der verlorenen Flotte. Glaube ich zumindest mal jeder. Das ist das, worauf... Ja. Ja, genau. Das ist das Tor, in dem Jäger drin sitzt. Und solange er noch da ist, ist diese wunderschöne Aufgabe noch möglich. Okay. Unverwundbarkeits-Power-Up. Mhm. Und nochmal. Das war nämlich noch nicht alles. Ist hier nichts? Nee. Ja. Wo? Da, ach da. Menschenskinder. Chat, hi. So, jetzt wird's... Ah ja, das trifft sich eigentlich gut. Hier ist nämlich auch so noch so eine Aufgabe. Früher bin ich hier öfter getaucht, aber seit die U-Boote patrouillieren, kann ich nichts mehr abstauben. Kannst du dieses U-Boot steuern, das ich zum Verschrotten gekauft habe? Zum Verschrotten? Ich will mal hoffen, dass es wasserdicht ist. Also gut, drück Sprung, um schneller zu werden. Wenn du ein U-Boot siehst, fängt der Torpedo an, es anzuvisieren. Sobald es erfasst ist, kannst du mit Angriff darauf feuern. Jo. Klingt schlüssig. So, wir haben genug Zeit dafür. Also, diese gegnerischen U-Boote, die werden erst einmal... Ja, das... Ging wohl nicht so gut. Also diese drei Anvisier-Ringe müssen rot sein. Und solange wir noch mit dem U-Boot zugange sind, sollten wir diese Kisten öffnen. Weil nachher wird das nicht mehr gehen, weil Spyro ja bei sowas auf Hilfe angewiesen ist. Das war Nummer 3.
Nein! Jetzt. Geht doch. Und jetzt ist es gleich vorbei. Ja! Beim Club Bautermann. Du bist ein guter U-Boot-Fahrer. Nimm doch dieses Ei als Belohnung. Jo, gerne. Edel, hallo! Ich ja nur ungern schon wieder um Hilfe. Aber da kommen noch mehr U-Boote aus dem Nichts. Wenn du sie ausschaltest, kann ich wieder in Säuresee schwimmen. Verflixt, hüpf rein, kleiner Drache. Gut, diesmal ist es ein bisschen schwerer. Erstens einmal ist es ein U-Boot mehr. Und diesmal hinterlassen sie sogar Minen. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht rein. Komm. Wo ist er denn jetzt? So richtig gut um die Kurve. Und wir werden fast in eine Mine gefahren. Habt ihr es gesehen? Oh, Mensch. Dieses Anvisierding lässt manchmal etwas zu wünschen übrig. Können aber auch so schnell umdrehen, ey. Kabum, und da ist es noch eins. Wuhu, endlich ist der Säuresee wieder sicher. Ich würde dich gerne besser belohnen, aber alles, was ich habe, ist ein weiteres Ei. Vielleicht ist der Inhalt ja besser als beim letzten Mal. Na, was verstehst du unter besser? Naja, egal. Dolores! Alles klar. Guck mal, wir haben schon 92 Eier. Mensch. Also, der Fortschritt ist ja rapide. Ach ja, und ich vergaß, Sparks ist ja nicht da. Das heißt, wir müssen alle Edelsteine selbst per Hand einsammeln. Und rechtzeitig zurückfinden zum Power-Up. Das ohnehin. Ich hab da sind doch noch welche. Ab geht's nach oben. Oh, 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 oh. Phew. Das ist nochmal gut gegangen. Und nochmal. Ja, Leute, ich komme mir gerade vor wie beim Tiefseetauchen. Naja gut, ich habe es zwar noch nie gemacht, aber so ähnlich kommt es mir vor, wenn ich zumindest Spiele spiele, in dem Tiefseetauchen drin ist.
immer so haarscharf. Ich will hoffen, dass hier jetzt nichts mehr ist, weil... Ja, Sparks kann es mir unglücklicherweise nicht zeigen. So, eine Stelle untersuche ich noch, und zwar... Na, hier ist nichts, okay. Ah, leider geht's nicht höher. So, Sparks, das ist ganz dringend. Eine dringliche Sache, dass du wieder erscheinst. Oh, da fällt mir noch was ein. Hier ist ja auch noch ein bisschen was. Hier in diesem See. Dank dir, Sparks, wird es jetzt ein bisschen leichter gehen. Okay, raus. Gut, ich will hoffen, dass ich alles habe. Dann gehe ich jetzt erstmal... Ah. Ich hoffe, du zeigst jetzt gerade nicht auf dieses... das U-Boot. Auf den U-Boot-Bereich. Okay, es geht los. Skateboarden! Jetzt. Spyro, gerade rechtzeitig. Eine Rhinox Skateboard Gang fordert uns zu einem Rennen heraus. Sie sagen, du wärst lahm als eine Feuerschnecke am Schmelzkrater. Ich hab gesagt, ich hab schon ziemlich schnelle Feuerschnecken gesehen. Willst du gegen diese Typen antreten? Sie setzen ein Ei, das du nicht gewinnst. Ich bin bereit. Gut so. Du kannst mein spezielles Rennboard benutzen. Mit jedem Trick, den du machst, baut es deine Turboladung auf. Du kannst deine Turbos benutzen, indem du Stürmen drückst. Viel Glück! Okay. So, wie gesagt, wie er gerade meinte, Tricks machen. Und schon haben wir Turbo. Und das nutzen wir auch. Hopp! Was war denn das? Das war jetzt seltsam. Ja, nebenbei müssen wir auch die Edelsteine irgendwie kriegen. Hopp! Was? Wir sind schon Zweiter? Donnerwetter. Wir sind aber schnell. Gut, also es ist nicht ganz... Ja, fehlerfrei. Aber... Ach ja. Trotzdem. Trotzdem ist es schön. Gut, wird Zeit ernst zu machen in dieser letzten Runde. Ja, und zwar sehr ernst. Denn jetzt überholt uns schon der von hinten. So, du. Bitte mal bitte weg. Huh?
Nein, 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 nein. Wo bin ich jetzt? Ach, okay. Und dieses Ei haben wir auch gewonnen. Oliver! Boah! Da geht's auf einmal zur Seite? Oh, und auch du bist ein großer Akrobat. Willst du jetzt nach den Rinoxen eine echte Herausforderung? Du bist schnell, aber ich wette, du kannst nicht alle Krabben auf der Strecke besiegen und mich trotzdem schlagen. Willst du es versuchen? Auf jeden Fall. Jawohl! Friss meinen Skate-Staub! Gut. Positiv ist, er sagt zumindest nicht Trottel. Das hat er nämlich beim Original gesagt, also. Ja. Na, ja, das sind Freunde, ne? So, also alle Krabben müssen wir kriegen. Und Erster werden. Bis jetzt, ja, relativ gut in der Zeit. Nur Missgeschicke sollten vielleicht abnehmen. Jawohl, alle Edelsteine. Ich habe keinen vergessen. Ich hatte nämlich die Besorgnis gehabt, dass ich beim U-Boot vielleicht ein paar übersehen habe. Aber es ist dem nicht so. Das ist schön. Hopp! So, 3 zerdrehte Zitronen, verdrehten Zitronen, die machen einfach die Leiste mal komplett voll. Gib Gummi! Huia! Na? Ich kann nicht glauben, dass du mich geschlagen hast. Du musst die ganze Zeit geübt haben, als ich dachte, du suchst nach Eiern. Hey, wo wir gerade davon sprechen. Eine dieser Krabben hat das hier bewacht. Mhm. Aiden, hallo! Okay, also ein bisschen... Hier muss noch ein bisschen was getan werden, hier mit dem... mit der... Position, verlorene Flotte. Skateboard-Rekordzeit. Also hier müssen wir auch wieder einen Streckenrekord aufbessern. Los, 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 los. Ich frage mich, wie denn hier die Rekordzeit ist. Irgendwie meine ich, es sind 2 Minuten. Ah, nein! Ja. Seltsam. Es passieren manchmal schon ein paar komische Dinge hier. Wenigstens danke für den Turbo. So, jetzt ist aber kein Erbarmen mehr da. Jetzt muss ich durch das Ziel. Hoffentlich habe ich den Streckenrekord noch im Petto. Also man darf hier gegen nichts stoßen. Oh nein! Mist, okay. 3 Sekunden.
Gut, wir müssen nochmal machen. Das mache ich jetzt noch mit euch. Okay, jede Runde so und dann... Boah, was war denn das? So, ich falle irgendwie viel zu viel hin. Das darf so nicht weiter passieren. Ich bin, hab das Gefühl, ich bin voll schlecht. So, jetzt darf aber gar nichts mehr schief laufen. Jetzt werden nur noch Abkürzungen genommen. Okay, okay. Schnell, schnell, schnell. Los, los, los! Was? Hey, ich bin doch... Ich war doch gerade in der dritten Runde. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Okay, liebe Leute, ich mache hier erstmal Pause, weil ich bin jetzt ein bisschen in der Überlänge. Also jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Das darf eigentlich so nicht sein. Habe ich mich geirrt? Ich war doch in der dritten Runde und das war doch jetzt... Egal. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich versuche es nächsten Part nochmal und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bleibt gesund und immer schön optimistisch und ruhig vor allem. Und macht es euch bequem. Bis zum nächsten Mal, euer Team Westro von G-Chow.